Hi. Hi. Ja, hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Bruder kennt ihr wahrscheinlich schon von den ein oder anderen Videos. Heute möchten wir mit euch Schritt für Schritt unsere Winterreifen gegen Sommerreifen wechseln, beziehungsweise die Felge, worauf ihr da achten solltet und so weiter und so fort. Denn da gibt es wirklich einiges zu beachten und das erfährst du alles in diesem Video. Was noch ganz, ganz wichtig ist, schau dir das Video wirklich sehr, sehr aufmerksam an. Also sprich bis zum Ende, denn es gibt auch eine Kleinigkeit zu gewinnen. Du hältst es schon in der Hand, ne? Also bis zum Ende anschauen und ich würde sagen, wir wünschen euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ne? Ja. Yep. Das ganze Video ist in Zusammenarbeit mit Bauforum 24 entstanden, beziehungsweise mit Milwaukee und mit Stahlwille. Ein paar andere YouTuber wirken hier auch mit. Ich werde euch mal die Videos alles unten in der Videobeschreibung verlinken, sowie auch das Werkzeug, was du jetzt hier in diesem Video sehen wirst. Was müssen wir von vornherein machen? Eigentlich ist es ganz, ganz simpel. Wenn ihr einen Schlagschrauber verwendet, müsst ihr die Schrauben vorweg nicht lösen. Wenn ihr ja keinen Schlagschrauber habt, sondern einfach so ein, wie nennt man das, David? Radkreuz. Ein Radkreuz oder ein Radschlüssel. Oder ein Radschlüssel. Dann solltet ihr, bevor ihr den Wagenheber ansetzt, das Ganze bzw. die Schrauben leicht lösen. Nicht lösen, sondern wirklich leicht lösen. Nicht, dass euch jetzt die Felge gleich herunterspringt. Bei Entdrehmungsschlüssel spielt das keine Rolle, denn er kann es auf eigener Kraft machen. Was noch ganz, ganz wichtig ist zu beachten, dass ihr die Handbremse und den Gang reinlegt, bei Automatik auf P stellen und die Handbremse anziehen und eure Reifen vorweg mit ein Stück Kreide markieren. Nicht, dass ihr die einlagert und dann werdet ihr irgendwann oder ihr verwechselt dann die Reifen. Bei diesem Modell bzw. bei diesen Reifen ist es so, dass ich ringsherum 245er Reifen habe, sprich ich kann die dann später von hinten nach vorne wechseln oder von vorne nach hinten. Das spielt hier keine Rolle. Darauf müsst ihr unbedingt achten, wie breit eure Reifen sind. Bevor wir dann unser Wagenheber ansetzen, solltet ihr den Wagen trotz alledem, wenn ihr jetzt die Handbremse oder einen Gang eingelegt haben, den Wagen vorm Wegrollen sichern. Ich habe jetzt hier Holzkeile, die ich mir auf der anderen Seite einmal vor dem Reifen und einmal hinter dem Reifen setzen werde, damit der Wagen auch nicht wegrollen kann. Wichtig ist beim Wagenheber, viele haben schon im Auto, wo der Ersatzreifen drin liegt, ein Wagenheberset integriert. Ich habe jetzt hier einen Rangierwagenheber, diesen werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Was jetzt hierbei zu beachten ist, dass ihr wirklich die Aufnahme wirklich richtig ansetzt. Schaut da noch mal im Bedienerhandbuch nach, da wird das Ganze genau beschrieben. Wenn ihr den Wagenheber falsch ansetzt, am falschen Holm, kann es dadurch sein, dass der Wagenheber abrutscht und euch den Wagen wirklich runterknallt oder ihr euch eine dicke, fette Beule in den Holm reinzieht und das wäre natürlich ärgerlich. So, unser Wagen sitzt sicher, der Reifen ist fest, dank der Handbremse, die wir angezogen haben. Und jetzt können wir auch unseren Schlagschrauber verwenden. Was solltet ihr hierbei beachten? Ganz, ganz wichtig, einen Gehörschutz verwenden, denn der Schlagschrauber ist wirklich sehr, sehr laut. Das sollte man nicht unterschätzen. Ich stelle ihn jetzt auf Stufe 3. Damit kann ich die Schrauben oder die Bolzen lösen. Wenn ihr wirklich sehr, sehr feste Schrauben habt, könnt ihr die vorweg nochmal mit einem Radkreuz lösen. Aber das müsst ihr in der Regel nicht. Es kann jetzt durchaus sein, dass ihr wirklich einen Schlagschrauber mal 10 bis 20 Sekunden auf die Radbolzen draufgesteckt lassen müsst, bis sich die Schraube löst. Durch den Winter, ihr kennt jetzt wahrscheinlich Schnee, Salz und so weiter und so fort, gammelt sich mal ganz, ganz gerne so eine Schraube, so eine Felge fest. Falls ihr Felgenschlösser verwendet, empfehle ich euch, das Ganze nicht mit einem Schlagschrauber zu öffnen. Nehmt da wirklich ein Radkreuz. Es könnte unter anderem kommen, dass ihr mit dem Schlagschrauber das Felgenschloss beschädigt. So, zapp. Und wer jetzt gerade aufgepasst hat, hat gesehen, dass ich eine Aufnahme verwendet habe von Milwaukee passend. Diese ist Kunststoff ummantelt. Die könnt ihr auch abnehmen, falls die Bohrung der Felge etwas zu klein geraten sein sollte. Diese Kunststoff ummantelung geht wirklich um die Nuss herum und schützt eure Felge. Falls ihr mal aus Versehen entgegenkommt oder abrutscht, dann haut ihr euch nicht gleich eine Macke rein. Dieses Set werde ich euch übrigens auch unten in der Videobeschreibung verlinken. So, jetzt ist unsere Narbe bzw. die Bremsscheibe komplett frei.
Was solltet ihr jetzt machen? Das Ganze gründlich mit einem Drahtaufsatz gibt es beispielsweise von Wolfkraft in 3 verschiedenen Sets oder Ausführungen. Das Ganze hier säubern. Denn wir hatten jetzt Glück gehabt, dass die Felge wirklich festgebackt war. Aber unter anderem kann es sein, wenn ihr Stahlfelgen habt, dass sie mit der Radaufnahme wirklich zusammen verrostet und dann habt ihr wirklich Probleme, das Ganze zu lösen. Deswegen empfehle ich euch, das Ganze hier mit Bremsenreiniger zu reinigen und anschließend mit einer Kupferpaste oder Keramikpaste einzutupfen. Worauf ihr hier achten solltet, ist, dass ihr die Bohrung nicht einsprüht oder eintupft und auch nicht die Radbolzen. Die Radbolzen sollte unter anderem auch sehr, sehr sauber und rostfrei sein. Wenn die Radbolzen dreckig sind, könnt ihr die mit einer Drahtbürste oder mit einem Drahtaufsatz auch nochmal reinigen. Und wenn die zu stark verrostet sind, empfehle ich euch, die Radbolzen wirklich komplett auszutauschen. Nachdem wir das Ganze dann gereinigt haben und schön mit Kupferpaste oder Keramikpaste eingerieben haben, können wir auch die Reifen draufsetzen. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr eure Winterreifen wegstellt, stellt die an einer Mauer leicht schräg und so hin, nicht, dass die gute Seite nach vorne zeigt, sondern die andere Seite, falls die Felge umkippt, dass die nicht wirklich, beziehungsweise dass die gute Seite nicht beschädigt wird. So, beim Raufsetzen müsst ihr nicht wirklich viel beachten, es sei denn, ihr habt wirklich so schwere Reifen, dass ihr das Ganze zu zweit machen solltet, aber ihr solltet vorweg nochmal das Profil messen. In Deutschland solltet ihr bei Sommerreifen mindestens 1,6 mm haben und bei Winterreifen 4. Gesetzlich ist vorgeschrieben Winter- und Sommerreifen 1,6 mm. Wie könnt ihr das messen? Es gibt außen eine kleine Bezeichnung, TWI nennt sich die. Und wenn ihr dort rüberfährt zum Reifen, dann habt ihr eine kleine Erhöhung in dem Profil. Und das, wenn ihr diese erreicht, sind genau 1,6 mm erreicht. Und wie ihr jetzt sehen könnt an den Reifen, ist meine mittlere Flankenspur schon extrem abgefahren und die äußere nicht. Das hatte ich ja mit euch in meinem Video besprochen gehabt. Und zwar, wie ist das gekommen? Ganz klar, ich habe den falschen Reifendruck gewählt. Den richtigen Reifendruck findet ihr meistens in der Fahrertür. Wenn ihr die öffnet, ist links oder im Holm drin so ein großer, fetter Aufkleber. Und dort wird euch ganz genau beschrieben, welchen Reifendruck ihr wählen müsst. Ihr könnt natürlich auch die Profiltiefe mit einem Profiltiefenmesser messen. Das ist so ein kleines Plastikteil, gibt es auch digital. Ich werde euch mal 1, 2 Varianten unten in der Videobeschreibung verlinken. So, jabba jabba du. Oh. Zack. Wenn die Felge dann drauf sitzt auf der Narbe, dann drehe ich mir die zurecht, so dass die Bohrung mit der Bohrung übereinstimmt, setze meinen Fuß wieder unten dran und dann nehme ich meinen Schlagschrauber und stelle ihn auf die Kreis mit den Pfeilbezeichnung, so dass er die Bolzen wirklich nicht so wirklich festzieht. Denn das wirkliche Festziehen machen wir gleich mit dem Drehmomentschlüssel. Was solltet ihr beim Anziehen beachten? Natürlich auch wieder hier einen Gehörschutz verwenden und das Ganze über Kreuz anziehen. Und um die richtigen Drehmoment bzw. die richtige Kraft auf den Bolzen zu geben, verwenden wir einen Drehmomentschlüssel. Das ist jetzt hier einer von Stahlwelle, den habe ich mir dementsprechend auf 130 Newton eingestellt. Die Tabelle müsst ihr euch je nach Hersteller im Handbuch oder im Internet herausziehen. Bei dieses Modell hier sind es 130 Newton. Von Drehmoment zu Drehmoment gibt es eine Abweichung von 4 Newton ungefähr. Das heißt, wenn ihr jetzt den Drehmomentschlüssel auf 135 Newton, 134 Newton einstellt, das macht der Felge alles nichts aus. Ihr solltet aber das unbedingt beachten, denn wenn ihr zu viel habt, kann es durchaus sein, dass ihr eure Alufelge oder Stahlfelge beschädigt. Und wenn ihr zu wenig habt, kann es durchaus sein, dass der Radbolzen sich löst. Noch ein kleiner Hinweis, nach 50 Kilometer solltet ihr die Radbolzen nochmal nachziehen. Und dafür könnt ihr auch einen Drehmomentschlüssel verwenden. Was jetzt hier toll ist, dass wir eine Verlängerung haben und nochmal eine 17er Nuss. Und das Ganze kann nicht rausfallen, weil wir das Ganze hier mit Pnüppels bzw. ein Stecksystem alles festmachen können. So, und jetzt setzen wir den Drehmomentschlüssel an. Auch hier wieder das Ganze über Kreuz anziehen. Das heißt, ich fange mit der obersten an und ziehe dann die Schrauben über Kreuz fest. Ich nehme aber ganz gerne meine rechte oder linke Hand, je nachdem. Und dann ziehe ich das an, bis es einmal knackt. Je nach Drehmomentschlüssel knackt es zweimal oder einmal. Und dann haben wir auch die 130 Newtonmeter erreicht. Und das machen wir bei allen 4 Felgen. We'll be right back.
Und jetzt sind wir quasi fertig mit dem Reifenwechsel. Das ging eigentlich recht zügig. Ne? Wir haben nicht so lange wirklich gebraucht. Vor allem hier mit diesem Schlagschrauber. Das wäre wirklich eine tolle Sache, passend mit dem Akkuschrauber. Und der hier hat 339 Newton. Ne? Ein Drehmoment mit 12 Volt. Ich glaube auch, das ist der stärkste jetzt aktuell auf dem Markt. Wie gesagt, alle Produkte findet ihr unten in der Videobeschreibung. Was wir jetzt gerade noch gemacht haben, ist mit diesem Kompressor von Milwaukee. Da passen die Akkus auch rein. Wir haben nochmal schnell Luftdruck kontrolliert, sprich hinten 2,8, vorne, was haben wir da reingemacht? 2,4, könnt ihr wunderbar mit dem Kompressor einstellen. Es gibt auch unterschiedliche Aufsätze hinten drauf. Also es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Noch ein kleiner Hinweis, falls ihr irgendwie Pflegeprodukte braucht oder irgendwas die Felgen mit einem Wachs versiegeln möchtet, von Presto gibt es ein tolles Satz, einen Reifenglanz, Felgenreiniger und ein Felgenschutzwachs. Ich werde euch die drei Produkte auch unten noch in der Videobeschreibung verlinken. Verwende ich eigentlich ja immer bis jetzt, ne? Wir hatten noch mal letztens, also wer uns kennt oder meinen Kanal verfolgt, weiß, dass ich die Produkte schon wirklich jahrelang verwende. Da hatten wir mal bei deinem Opel, hatten wir die Stoßstange schwarz gehabt. Ne? Ja. Das Video werde ich euch mal hier oben verlinken. Und die sind heute noch schwarz. Also den Opel hast du nicht mehr, aber die waren wirklich zum letzten, wo du ihn verkauft hast, waren wirklich noch schwarz. Ne? Ja, das war es soweit gewesen von diesem Video. Und jetzt kommen wir noch mal kurz zum besagten Akkuschrauber, den wir verlosen wollten. Wir verlosen einen Akkuschrauber samt Aufsätze, samt Koffer und ihr bekommt noch einen Drahtbürstenaufsatz von der Firma Wolfcraft. 3 oder 4 unterschiedliche Aufsätze, unter anderem nochmal einen Aufsatz, womit ihr Holz abschleifen könnt. Und ihr bekommt noch ein Schleifschwammset, den lege ich auch noch mit hinzu. Was müsst ihr machen? Ganz einfach hier einen Kommentar hinsetzen. Und mit wenig Glück seid ihr am 1.5. kommt das 5-Minuten-Update raus, online. Und dort gebe ich dann den Gewinner bekannt. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, ein Handwerker-Daumen nach oben und abonnieren, ganz, ganz wichtig. Davon lebt der YouTube-Kanal. Und wenn ihr jetzt irgendwas gesehen habt, wo wir einen Fehler gemacht haben, ganz, ganz wichtig, auch einen Kommentar schreiben. Denn ich werde das Kommentar dann ganz nach oben pushen, falls das sehr, sehr relevant ist. Ich denke, wir haben keinen Fehler begangen, oder? Normalerweise nicht. Normalerweise nicht. Bis nächste Woche, Freitag, 19 Uhr. Euer Mr. Handwerk und mein Bruder David. Vielen Dank, dass du mir geholfen hast. Gerne. Auf Wiedersehen.